Dr. Swansea ist auch hier? Im Krankenhaus wieder? Reden wir doch mal mit ihm. Alles dunkel jetzt hier, wo er Vampir ist. Na denn, er ist aber doch gar nicht hier. Wo lümmelt er denn rum? Mal so nach ihm. Unten wird er ja wohl nicht rumlaufen, oder? Bin froh, dass alle noch leben. Oder hat er sich jetzt auf dem Dachboden versteckt auf einmal? Wäre ein bisschen unlogisch, oder? Hier steht eigentlich, dass ich eine neue Gesprächsoption habe mit Dr. Swansea. Hier läuft er auch nicht rum, oder? Tippets. Okay. Aber auf der Switch kommt man an das Safe-Game ja nicht ran, glaube ich. Ich glaube, man kommt generell nicht ran, ne, an das Safe-Game. Ich meine, ich hätte irgendwo was gelesen, dass Crossplay, also dass quasi die, das Transferieren des Spielstands nicht möglich ist. Oder PC und Handy, ging das? Irgendwas ging, glaube ich. Aber ich glaube auch nicht iOS, sondern ich glaube nur irgendwie Android oder so. Ja, ja, Gott wird dir nicht helfen. Bin ich hier der Gute, nicht ihr? Zwischen PC und Handy geht. Ah, okay. Zwischen PC und Handy kann man zwar den Spielstand austauschen, aber das muss man ja auch per Kabel machen, außer man richtet sich... Ach ja, dieses Google-Konto ein, genau. Geht also Android. Genau, das hatte ich nämlich irgendwie auch gelesen, dass es halt nicht mit iOS geht. Naja. Gibt Schlimmeres. Also... Man muss es jetzt nicht mit früher vergleichen. Früher ging sowas gar nicht. Nintendo 64, also nicht mehr Internet. Das ist vielleicht schon etwas rückständig, das nicht zu haben bei einem Spiel, aber ist halt so. Finde ich jetzt nicht so tragisch. Wäre halt schön, aber ist halt nicht so. Aber was hier an Wachen unterwegs sind, das ist ja unnormal. Das ist jetzt ein großen Finale im Spiel, geht's da nochmal richtig zur Sache. Kampfmäßig. So, der hier zuerst. Du gehst mir nämlich richtig auf den Sack da hinten. Sehr schön. Jetzt sind wir auch schon fast da. Ich bin mal gespannt, McCallum, ob der uns das Zeug freiwillig gibt oder ob wir darum kämpfen müssen.
Ich würde hoffen, dass es... Then I may have found another vital ingredient for my recipe. It ain't human! Ah! A leech! A leech! Ich würde mich freuen, wenn ich ihn auf jeden Fall nicht töten muss. Watch out! Remember your vow! Aua. Was macht der immer, wenn er dann die Faust so nach unten reißt und... Auf jeden Fall macht mir das immer Schaden und es stößt mich auch zurück. Also ich natürlich jetzt hier die ganzen Arbeitskollegen von McCallum töten muss. Natürlich auch nicht so geil, ne? Kann ich schon verstehen, wenn er gleich ein bisschen pisst ist, wenn ich zu ihm komme. Sein, oder? Ist er der Typi? Ist er bei dem Grab meiner Schwester? Sollte er sonst sein, ne? Wo sollte er sonst sein, wenn nicht hier? Da ist er. Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCallum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCallum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Naja, ich muss... Es ist irgendwie alles das Gleiche. A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Er hat's mir einfach so gegeben, sehr gut. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Priwin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Krass. What will the guard of Priwan do now? Will you stop the great hunt? Yes. But we shall continue to protect innocence from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stole brothers.
How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Hey. Werden wir sie also nicht mehr wiedersehen? Vampire Hunter. Until we meet again, Blood Drinker. Die wirkte irgendwie so, als hätte sie ein schlechtes Gewissen, ne? In einen Unterschlupf, um das Gegenmittel herstellen zu können. Oh, den haben wir hier direkt. Hier. Dass sie so Hals über Kopf aufgebrochen ist und irgendwie so. Ja, die wirkte so, als hätte sie halt ein mega, mega schlechtes Gewissen. Als könnte sie uns nicht mehr in die Augen schauen. Auch wenn sie natürlich nicht schuld dran ist, aber irgendwie gibt sie sich die Schuld wahrscheinlich, weil es ihr Blut ist. Aber warum musste sie so plötzlich weg? Ich bin wieder im Positiven, was meine Erfahrungspunkte angeht. Soweit, so gut. So, hier haben wir doch irgendwo einen Unterschlupf. Oben vielleicht? So, ich möchte hier gerne das Gegenmittel herstellen. So, das ging schnell und war irgendwie mega unspektakulär. Blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Vernichte die Quelle der Skull-Epidemien in London. Harriet Jones, die muss jetzt dran glauben, oder was? Das ist das nächste Ziel, so wie es aussieht. Oh je. Harriet Jones ist eigentlich. Ich fand die gar nicht so schlimm. Also. Ich meine, sie ist ja selber nicht dran schuld, ne? Aber. Ja, jetzt muss sie sterben für die Fehler von Dr. Swansea. Oh Mist. Falsche Taste. Gucken, wie er platzt. Bam. Das war jetzt irgendwie sehr unspektakulär, fand ich, wie ich das Gegenmittel hergestellt habe. Ich meine, wir haben gerade das Gegenmittel für die Seuche hergestellt, was wir schon seit Stunden und Aberstunden suchen. Hier im Spiel sogar seit Tagen. Oder Wochen vielleicht sogar. Und ich bin einfach an den Tisch gegangen. Zack. Innerhalb von 2 Sekunden war das Ding hergestellt. Noch nicht mal 2 Sekunden. Ohne Zwischensequenz und alles. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Inszenierung erhofft jetzt gerade. Also, das hätte ich da ein bisschen mehr Theatralik hätte das vertragen können, oder? Sind ja alle gesund. Ich brauche gar nicht mit denen sprechen. Dadurch, dass hier der gute Mr. Dawson ordentlich hat was springen lassen vor seinem Tod und sind ja irgendwie scheinbar alle Bezirke geheilt. Ob ich hier noch auf dem richtigen Weg bin. Ja, bin ich. Ach, das ist schon wieder so ein Dicker. Den will ich jetzt aber eigentlich gar nicht besiegen. Gasse. Einmal links abbiegen. Das ist die Kanalisation hier, der Eingang, wo wir hergekommen sind damals, wo wir dieses
diesen Bezirk hier betreten haben. Weiß nicht, ob ich jetzt nochmal hätte schlafen sollen, um mit Dr. Swansea zu sprechen. Ich würde schon gerne wissen, ob er jetzt ein guter Vampir ist oder ein... oder ob das eine schlechte Entscheidung war. Aber wir werden es wahrscheinlich noch rausfinden. Oh, mal gucken, ob hier unten noch alle leben. Nicht, dass Harriet Jones hier auch alle, dass die jetzt richtig mutiert ist. Sie war ja noch so ein bisschen gezügelt. Sie war zwar sauer, aber und wütend, aber es war ja alles noch so relativ gemäßigt. Dass die jetzt inzwischen hier alle Skulls abgemetzelt hat. Der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich da. Oder auch nicht. Wer ist das hier? Wache von Priven. Hier schon gewesen? In dieser Ecke? Ich hätte gedacht, ja, aber wieso liegt hier so eine Leiche? Wo muss ich jetzt hier hin, verdammt? Hier sieht alles gleich aus. Ich habe auch hier nicht wirklich eine Karte. So, hier... vielleicht hier lang. Hier hätte ich, glaube ich, den Kampf gegen diesen Fergal. Dann bin ich, meine ich, hier weitergelaufen. Es wird, glaube ich, jetzt nicht der schnellste Weg gewesen sein, den ich gelaufen bin, aber ich glaube, ich bin hier richtig. Bin ich hoch und habe dann hier den Vater gefunden von der einen. Hier irgendwo. So, da sind wir doch. This place has been ransacked. Oh. Waren die... oh. Wachen von Priven? Priven. Oh nein. No, not their style. Harriet Jones ist ausgerastet, ich wusste es. Wer ist das hier? Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Ja, natürlich hat die eine Spur hinterlassen, eine Blutspur und eine Spur des Gemetzels. Oh Mann. Alle tot. Ist die eine auch tot? Ich muss mich hier gerade mal ganz kurz umschauen, ob die, diese Rattenkönigin, wie hieß die nochmal? Die Kanalrattenfrau. Die irgendwo liegt, tot oder... ich wenigstens retten konnte. Spur von ihr. Dann folgen wir mal der großen roten Blutspur. Status kritisch, das kannst du wohl sagen. Schon mal gewesen? Finsbury Park Reservoir. Hier bin ich noch nicht gewesen, glaube ich. Der gehörnte Vampir. Take not a step further, child, for you are unprepared. You at last. I wondered when you would show your face again.
Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. Also war die Bedrohung schon im Gange, als ich verwandelt wurde? Ich dachte, das fing erst damit an, weil Harriet Jones war doch noch, die war doch noch normal, die hatte sich doch noch gar nicht verwandelt. Oder war das alles eine Prophezeiung und war so vorherbestimmt? Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood. You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. Hä? Der labert was? Der sagt, er würde hier so klar reden wie die reinsten Seelen und ich verstehe überhaupt nichts. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Ja, dann gib mir einen. Er sagt so. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Aha. Sagt mir nichts. Haben wir von dem schon mal gehört? Ich glaube nicht, oder? I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star. For they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war. Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this. She is a vengeful mother. Aber wenn sie die Bestie, also dieses Desaster... Wenn sie dafür verantwortlich ist, dass es ihr allen so beschissen geht und er ihr Diener ist, das macht doch gar keinen Sinn. Also sie schickt erst Unheil und schickt dann ihren Diener, weil er wird ja tun, was sie will, oder? Wenn er der Diener ist.
Und schickt dann ihn, um das Ganze wieder zu beenden? Hä? So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. Also ist sie es doch schuld. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion Bittersweet. Du hast doch eben gesagt, ich bin nicht bereit dafür. Sag mal, hört er sich eigentlich selber zu, der Idiot? Und dann sagt er, er würde klar reden. Der redet im ersten Satz so und im nächsten sagt er anders. Was für ein Idiot. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke. For you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Okay. Er hat's gesagt. Die finale Aufgabe wartet vor uns. Aber wenn es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Headshot.